das Berufsbild des Ahnenforschers. Was sollte er besser können? Oder auch, was sollte sie besser können als jeder einzelne von uns? Suchen gehört zu den herausragenden Eigenschaften. Aber das können Sie auch. Haben Sie schon einmal 5 Stunden am Stück in Kirchenbüchern recherchiert? Es ist anstrengend, oft ist es frustrierend. Und natürlich, wenn Sütterlin und die Schriften vor dem Versuch der Vereinheitlichung deutscher Schrift, das ist Sütterlin nämlich, wenn also Sütterlin nicht das ist, was Sie täglich lesen, dann wird es richtig spannend. Denn dann ist Ihnen ein Fachmann um Längen voraus. Herr Hoske ist so ein Fachmann. Christian Andreas Hoske ist ein richtiger Ahnenforscher. Fast ein Wissenschaftler kennt er sich bestens aus. Er weiß, wo er suchen muss. Er weiß, was er suchen muss. Und wenn er in einem Archiv vor Tausenden von uralten Dokumenten steht, kann er sie lesen. Und vor allem kann er sie interpretieren. Dabei fällt meistens nur das örtliche Kirchenarchiv ein. Doch natürlich gibt es mehr. Historische Steuerunterlagen, Grundbücher und wissenschaftliche Arbeiten. Bücher, Passagierlisten, schon existierende Stammbäume und so vieles mehr. Ahnenforschung kostet Zeit, viel Zeit. Wer schon forscht, weiß das. Neben dem Beruf oft nur über Jahre verteilt zu bewältigen. Und Mobilität gehört auch dazu. Mitten im Berufsleben stehend, stößt man ebenfalls an finanzielle Grenzen. Denn der Aufwand spiegelt sich in der Zeit für die Recherche selbst, der Fahrzeit zu Orten und Städten in ganz Deutschland, aber auch in den Ausgaben für Benzin und Übernachtungen wider. Ein professioneller Ahnenforscher spart mehr, als er kostet. Er arbeitet doppelt bis vierfach so effektiv wie der, der nur gelegentlich in alten Dokumenten stöbert. Natürlich ist das kein verbindlicher Wert, denn mancher ist mit alter Schrift gänzlich überfordert. Ein anderer liest sich mit jedem Tag mehr und mehr ein. Aber bereits vorher weiß ein Profi besser, mit welchem Feingefühl man an welche Quellen am besten gelangt. Denn letztlich gibt es da immer einen Menschen, der den Weg zur begehrten Information ebnen soll. Einen Archivar, einen Pfarrer, eine Kollegin oder einen älteren Mitbürger. Ahnenforscher ist kein Ausbildungsberuf, was auch nicht dabei hilft, einen guten zu entdecken. Man findet sie kaum in den gelben Seiten. Es gibt sie nicht wie Sand am Meer. Und kommt man von der Pflicht zur Kür, dann wird es ganz besonders spannend. Sorgfalt ist dann nur eine Königsdisziplin. Fast genauso wichtig ist die perfekte Dokumentation. Es folgt die Interpretation des Gefundenen. Und das Können, glasklare, scharfe Fotos anzufertigen, ist von Bedeutung. Über allem steht eine hohe Mobilität, Zuverlässigkeit bei der Abwicklung, Fairness im Preis. Das ist Basis für eine nachhaltige, spannende Zusammenarbeit mit einem Familienforscher. Wenn das alles stimmt, und nur dann, kann professionelle Recherche, also die Unterstützung eines richtigen Forschers, nicht nur Geld sparen, sondern darüber hinaus vermeiden helfen, genau über die eine wesentliche Stelle im entscheidenden Dokument hinwegzulesen. Ahnenforschung. Auch für einen Profi mehr Berufung als Beruf.